Erschütterung, liebe Schwestern und Brüder. Erschütterung ist das Stichwort der Stunde, deren Zeugen wir werden hier im Evangelium. Nicht, es ist zu schwach, wenn von Erschrecken spricht oder die Einheitsübersetzung hier von Verwirrnis. Es geht um eine wirkliche Erschütterung. Wir können uns in diese Situation leicht hineinversetzen. Es ist der letzte Abend Jesu mit seinen Jüngern. Das letzte Mal, dass er mit ihnen auf diese Weise zusammen ist, wie er all die vielen Tage und Nächte jahrelang mit ihnen zusammen war. Er sagt es ihnen. Und sie merken, dass hier etwas zu Ende geht, unwiederbringlich zu Ende geht. Wie sollen sie leben ohne ihn? Wie sollen sie umgehen mit einem Abschied, mit rätselhaften Worten, die sie nicht verstehen, wie sie so oft sein Wort nicht verstanden haben? Sie sind im Innersten aufgewühlt, erschüttert. Das griechische Wort rasselt richtig, tarassomai. Man hört das, dieses innere Beben aus diesem Wort heraus. Aber Jesus redet ihnen gut zu. Und er redet uns gut zu. Euer Herz und ihr sollt nicht erschüttert sein, nicht verwirrt, nicht aufgewühlt von der Frage, ja, wo ist denn Jesus? Warum lässt er uns denn allein? So fragen ja nicht nur die Jünger im Abendmahlsaal, so fragen wir ja auch. Warum müssen wir denn alleine dadurch, durch diesen ganzen Mist hier? Warum gibt es keine klaren Erweise oder Beweise, damit die, die heute Morgen zum Beispiel nicht hier sind, auch endlich mal den Hintern hochkriegen aus dem Bett und herkommen, dass wir uns nicht immer abmühen müssen, dass wir uns nicht vorkommen wie die letzten Mohikaner. Euer Herz lasse sich nicht durcheinander bringen, lasse sich nicht erschüttern. Jesus spricht ein großes Wort, wenn er den Jüngern zuspricht. Dieses Wort ist ebenso abgegriffen, klingt so banal und hat doch einen ganz eigenen Reiz. Glaubt. Ja, das ist auch ein schöner Trost. Glauben, kann jeder sagen. Ja, was? Im Moment läuft gerade, habe ich gesehen, in den sozialen Netzwerken eine Umfrage in Deutschland, was glaubst du? Oh mein Güte, sie glauben gar nicht, was dort alles gesagt wird, an was Leute alles glauben. Kolossal. Was Christliches ist bisher noch nicht aufgetaucht in den Wortmeldungen, die ich gesehen habe. Aber auch das ist nur eine Zustandsbeschreibung unserer Gesellschaft. Euer Herz lasse sich nicht erschüttern. So sagt es Jesus. Was Jesus den Jüngern hier gibt, an diesem letzten Abend, ist kein billiger Trost, sind keine lauwarmen Worte, was Jesus ihnen gibt, oder irgendwelche emotionalen Ausbrüche, die sich gut verfilmen ließen. Jesus ringt um seine Jünger, wie auch bis zur Stunde um uns alle, um alle Menschen ringt. Wie sieht das aus, wenn Jesus um seine Jünger, um uns ringt? Letzten Sonntag, dem Sonntag vom guten Hirten, lag der Akzent darauf, in dem, was Jesus sagte, dass wir seine Stimme kennen sollen. Und wir haben hoffentlich mitgenommen, nicht nur für diese Woche, sondern für unser ganzes Leben, dass wir hören müssen auf die Stimme des guten Hirten, weil wir zu ihm gehören. Das ist das Kennzeichen der Zugehörigkeit. Das Wort sagt es schon, Zugehörigkeit, weil wir seine Stimme kennen und auf ihn hören und ihm folgen. Daran erkennt man die Jünger, dass sie auf die Stimme ihres Meisters hören und dass sie gehorsam sind, dass sie dieser Stimme auch folgen. Heute ist es das Wort vom Glauben, das so oft in unserem Evangelium vorkommt, dass wir es beinahe schon überhören, weil es so normal ist. Ja, was sollen wir denn sonst tun? Natürlich müssen wir glauben. Aber Jesus meint das sehr konkret.
In diesen beiden Worten ist etwas zusammengefasst, was Paulus dann, obwohl er nicht Zeuge dieser Stunde war, später im Römerbrief in einem kurzen Wort uns sagen wird. Der Glaube kommt vom Hören. Ohne zu hören gibt es gar keinen Glauben. Dann glauben wir halt eben irgendwas. Ich glaube, was habe ich da gehört? An die Menschlichkeit, ich glaube an das Karma, ich glaube an das Gute. Liebe Schwestern und Brüder, das ist alles so furchtbar gut gemeint, aber es ist überhaupt nicht konkret. Es heißt alles und nichts. Es sind suchende Formen, auf die man aber nicht gründen kann. Jesus lenkt die ganze Aufmerksamkeit in dieser Abschiedsstunde auf sich. Dadurch wird der Schmerz der Jünger zunächst größer, weil die Fragen aufstehen, wie soll das denn jetzt gehen ohne ihn? Aber er lenkt sie nicht nur auf sich als Person, als Mensch, sondern er weitet die Perspektive und den Horizont, indem er ein Wort sagt, das wir auch genau im Kontext dieser Abschiedsstunde hören müssen. Wenn Jesus sagt, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben, macht sich gut für irgendwelche Postkarten, ich weiß. Aber hier, in dieser Stunde muss es gehört werden. Ich bin der Weg und wenige Stunden später gibt es keinen Weg mehr. Gefangennahme und Verurteilung. Ich bin die Wahrheit, sagt Jesus. Und wenige Stunden später wird er Opfer von Lügen, die dann doch sehr lange Beine haben. Und zwar bis heute, indem sie in der Lage sind, eine ganze Welt zu erobern. Ich bin das Leben, sagt der, der kaum 12 Stunden später tot am Kreuz hängt, verurteilt wie ein Verbrecher und hingerichtet. Das ist der Kontext dieses Wortes, liebe Schwestern und Brüder. Ich bin der Weg, auch da, wo es offenbar keinen Weg weiter gibt. Ich bin die Wahrheit, auch in einer Welt der Lüge und der Fehlinformation, der erfundenen Tatsachen und der Berichte darüber. Ich bin das Leben, auch nach dem Kreuz, weil ich Auferstehung bin und Leben. Weil ihr in mir die Kraft Gottes nicht nur seht, sondern erfahren könnt. Deshalb ist es gut zu glauben, weil Jesus die Brücke ist über all diese tiefen Gräben, die wir hier anschauen können im Evangelium. Und die wir oft genug mit unseren Fragen oder leidvoll in unserer eigenen Existenz erleben und erfahren müssen. Es verlangt uns etwas ab, dieses Glauben. Es ist nicht damit getan, und das wissen wir spüren es ja instinktiv auch, die richtigen Sätze zu sagen. Sie helfen uns. Die richtigen Sätze, liebe Schwestern und Brüder, sind nur Geländer. Die sind wichtig. Die helfen uns, dass wir nicht in irgendwelche Schmuddelgruben fallen oder in irgendwelchen Schlammlöchern versinken. Deshalb sind sie wichtig. Aber sie sind noch nicht der eigentliche Weg. Der eigentliche Weg ist das, worum sich die Jünger hier bemühen, ein Thomas, ein Philippus, mit ihren Fragen. Fragen wir ihn? Leben wir so mit ihm, dass wir unserem Schmerz, unserer Erschütterung Ausdruck geben? Wir bleiben oft dabei. Ja, dann sind wir halt erschüttert und dann sind wir auch ein bisschen traurig und dann geht es schon irgendwie weiter. Der Zustand unserer Kirche hierzulande. Ich bin gar nicht sicher, ob wir erschüttert sind. Es wäre gut, weil die Erschütterung bringt Fragen hervor, liebe Schwestern und Brüder, die sehr heilsam sind. Man kann diese Fragen der Apostel abtun, zu sagen, ach, die wissen auch nicht richtig, was sie sagen. Jesus korrigiert sie auch, aber er korrigiert sie sehr sanft. Er nimmt sie ernst. Die Fragen helfen uns ja heute, dass wir besser verstehen, was Jesus meint. Wir sollten diesen Aposteln dankbar sein, dass sie sich getraut haben zu fragen, dass sie nicht in eine schweigende Masse abgetaucht sind, die alles einfach nur hinnimmt. Jesus anzunehmen, an Jesus zu glauben, heißt, mit ihm zu leben und ihn auch zu fragen. Ihn so ernst zu nehmen, wie wir Gott ernst nehmen.
Denn das bindet er ja beides zusammen. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Niemand kann zum Vater kommen, nur durch mich. Weg, Wahrheit, Leben. Alles das, was wir vielleicht groß beleuchten, was aber in der Welt, in der wir leben, durch die wir uns hindurchfinden müssen, keine große Rolle spielt. Viele Wege sind Sackgassen. Das, was uns als Wahrheit aufgetischt wird, wird aufgesplittert in angebliche Wahrheiten. Du hast deine Wahrheit, ich habe halt meine. Tun wir uns nichts Böses und tun es dann doch. Aber Wahrheit, liebe Schwestern und Brüder, ist unteilbar, sonst ist sie keine Wahrheit. Das ist ganz einfach, das ist eine Sache der Logik. Es kann nicht Wahrheiten geben. Es gibt eine Wahrheit oder sie ist keine Wahrheit. Dann ist es eine Meinung, davon kann es viele geben. Und es gibt nur ein Leben, das wir, wenn wir als Christen unseren Glauben ernst nehmen, nur in Gott finden. Das heißt nicht, dass wir dieses Leben, das uns hier zugemutet wird, als eine Wegstrecke geringschätzen oder nicht ernst nehmen. Im Gegenteil. Das ist eine wichtige Etappe, aber es ist nicht alles. Was wir Leben nennen, erschöpft sich nicht in dieser Etappe, in dieser Wegstrecke. Und Jesus versucht, die Jünger damals wie uns heute hinüberzuziehen über diese Grenze. Über die Grenze, die er überschreiten wird am kommenden Tag. Die Grenze vom Tod zum Leben. Die Grenze in die endgültige Wahrheit Gottes hinein. Uns hinüberzuziehen auf einen Weg, der nicht in einer Sackgasse endet, sondern wirklich in ein gelingendes, bleibendes Leben führt. Nehmen wir Jesus so ernst, dass wir ihn danach fragen, dass wir beginnen, mit ihm zu leben und das heißt, seinen Weg zu gehen?